Dieses Programm wird Ihnen präsentiert von Faxe Premium. Das Bier für den, der manchmal mehr säuft. Weil ein Liter. Yeah. Die meisten kennen den Blick von dieser Seite aus auf mein Regal, Sessel und den undefinierten Haufen da hinten. Heute gehen wir mal in die Unweiten dieses Raumes. Weit zurück in das Regal hinter meinem Computer. Oh yeah. Und ich habe keine Ahnung, warum ich hier einen Kochspieß habe. Auf jeden Fall sehr viel Staub. Naja, egal. Habe ich mir gedacht, ich mache mal kurz einen kleinen Überblick über einen Teil des Regals hinter meinem Computer. In Abgründen, die ich mein Zimmer nenne. Haha. Im Großteil meiner Sachen liegen. Zumindest, okay, in diesem Haus. Yeah, ich habe mehrere davon. Machen wir jetzt mal einen kleinen Swipe mit einer kleinen Erklärung zu den Sachen, die in diesem Bereich liegen. Es ist mehr. Oh, ist da viel, viel mehr. Aber wir fangen mal mit diesem kleinen Teil hier an. Weil ich nicht glaube, dass die Batterie länger hält an dieser Kamera. Und ich sie laden muss und ich das Ladekabel verlegt habe. Yes. Plus Top-Fokus. Ich kann nicht weiter rauszoomen. Deswegen ist das gekrampft und das ist hier ziemlich eng, weil der Raum sehr klein ist. Ah. Aber fangen wir mal. Erstens einmal Makros Plus. Yeah. Ein kleines Spiel auf der Makros-Serie. Die meisten kennen sie ja wahrscheinlich nicht. Schade eigentlich. Also quasi die aus zweieinhalb Serien zusammengestückelte Mecha-Serie, die in Amerika so berühmt geworden ist, dass sie auch nur noch in Japan gezeigt wird. Zumindest der Teil, den sie geschnitten haben. Und die anderen Serien wurden irgendwie so aus Gründen, die wir nicht da herstellen. Dann, oh. Eine Sache, wo ich gedacht habe, ist, wir haben hier bei uns 9. Ja, eine kleine Alien Invasion Kinder im Cyberspace Geschichte. Yeah. Dann, oh, Space Pirate Mito. Chibi Space Pirate. Yeah. Mit Mech Suits. Ist noch die Season 1. Ich versuche seit Jahren nicht, die Season 2 zu finden. Vergriffen. Bekommt man nicht mehr. Oh, ja, dann To Love Rue. Natürlich, warum nicht? Ha. Dann liegt endlich die Second Season zu Oh My Goddess oder Ah My Goddess. Kann sich jemand erinnern, dass es dieses früher mal Oh My Goddess hieß? Lange ist es her. Dann haben sie irgendwann korrigiert und damals die komplette Second Season, da die Second Season bei uns nie rauskam. Haha. Darüber haben wir natürlich, oh, natürlich U-Potte. Warum auch nicht? Dann hier oben, ah, Lieblings-Mecha-Kurzgeschichte meinerseits, oh, Maken Kaiser. Wenn nicht, hört euch das Intro an, Metal geht nicht mehr. Ja, ha. Dann, ah, Area the Scarlet Ammo. Dann die ersten beiden Teile von Psycho Squad. Yeah. Zwei X-Men mit Lolli-Faktor. Mhm. Dann Waiting in the Summer, die UK Edition, nur mit Untertiteln ohne Synchro. Kostet dafür nur 12 Euro, als ich sie gekauft habe. Aha. Dann, ah, Bodacious Space Pets 1 und 2. Und Okami-san, and her 7 Companions. Eine kleine Grimm-Märchen-Anspielungsserie. Hm. Dann die ersten beiden Teile von Horizon in the Middle of Nowhere. Die beiden Teile zu Sasami, Magical Girls Club. Eine weitere Spin-Off-Serie der Tenshi Mojo-Reihe übrigens. Falls Sie mir dann. Dort natürlich ein Klassiker. Ah, der kleine Totschlagengel. Ha, Dokuro-chan. Yeah. Dann Rosen Maiden. Overture. Also, das ist die nicht ganz aktuellere Spin-Off-Teil zu ohne den Rosen Maiden-Geschichten. Dann Corpse Princess. Oh. Ich dachte, ich habe das noch gar nicht. Cool. Hm. Ich weiß, was ich heute anschauen werde. Okay, wo waren wir dann? Ah, dann hier. Hm. Die Filmadaption zu Nadia, The Secret of Blue Water, The Movie. Ah, das war noch Zeiten damals. Oh, dann etwas ganz, ganz, ganz Grauenhaftes aus den frühen Zeiten der 90er, Anfang 2000er sogar. 99, 2000 glaube ich war es herum. Ha, Requiem of the Dark, Requiem from the Darkness. Auch bekannt, Requiem of the Dark Master, soweit ich das verstanden habe. Yeah. Horrormäßig anzuschauen. Frühe CGI-Animation. Oh. Sucht euch Bilder raus oder schaut auf YouTube. Es gibt ein paar Clips davon. Horror. Dann, ah, ebenfalls in der Besuch. Oh, CGI war noch nicht so weit wie damals. Auch ebenfalls Anfang 2000. Es Cry Day. Hm. Kam auch nicht bei uns raus. Ebenfalls nur Bandai Limited Edition. Yeah.
Dann etwas, was die meisten hassen und ich weiß nicht warum, Witch Hunter Ruby. Die meisten finden es langweilig. Ich habe mir jetzt ein paar andere Anmeldungen in der neuen Season und ich schaue mir mal lieber auf Witch Hunter Ruby an, bevor ich mir nochmal Yuri Kuma angebe. Oh nee, Teil 3 gesehen. Nicht mehr. Nicht mehr. Schämt euch für diese Lizenz. Schämt euch. Dann, okay, das ist die Moviebox sogar. Hoho. Jinru Deluxe Edition. Meine Güte, die habe ich auch schon länger. Dann die 1 bis 51 von Gigreman, ebenfalls nur die Hälfte, weil wir können uns eigentlich die ganze Serie leisten. Dann die kurze Ausgabe von Claymore. Ich habe mir erst vor kurzem den nächsten Mangas bestellt, dann werde ich, glaube ich, endlich mal vielleicht einmal wieder mal anfangen zu lesen. Komplettausgabe Eureka 7. Jeder, der meine Videos länger schaut, weiß, ich habe lange gekämpft, um die Mangas zu komplettieren. Ha, inklusive einen epischen Kampf mit einem kleinen Mädchen im Geschäft. Haha. Dann, für alle Space Opera Fans, die es ein bisschen 2001-erdgebunden haben wollen, Planeteers. Müllmänner im Weltraum. Oh yeah. Die Idee, die Mel Brooks nie hatte. Tatsächlich A. Wird es auch anders sein? Gurren Lagann, gleich neben Tenjo Tenge. Warum nicht? Dann, Rosen Maiden. Season 1 und 2 Komplett Edition sogar. Ah. Kam leider nicht zu uns alles, aber naja. Dann, Klassiker, King of Bandit Jing. Oh Mann, damals noch von den guten alten Leuten von ADV Films. Ja, das war noch Zeiten. Sehr lustig, das Biz Entertainment, ADV. Und wo waren das andere noch? Ah ja, hier. Manga Entertainment, ja jetzt nicht mehr existiert. Zumindest in den UK. Wow. Dann komplett Ausgabe Fats Day Night. Gleich neben The Big O, ersten Teil und Big O 2. Original japanische Produktion. Zusammengetragenes Geld aus Amerika, weil, wir brauchen einen Teil, weil sie den hier aufgegeben haben und dann mehrere Jahre später dann den Teil 2 gemacht und man merkt zwar in der Qualität, dass es nicht mehr das ist, was es sein soll. Wow. Yeah. Ich sage mal, der erste Teil. Falls es jemanden interessiert, es gibt wesentlich mehr, wie gesagt. Auch hier drunter. Und glaubt mir, das ist nicht das einzige Geld, das ich habe. Nein. Das ist nicht einmal der Anfang. Oh Mann. Wie gesagt, ich kann nicht mehr weit raussuchen, der Raum ist zu klein. Das ist einmal der erste Teil. Regalabschnitt Nummer 1. Yeah. Immer noch besser, das Regal anzuschauen, als so manche Serien, die heute gehypt werden. Yikes. Oh Mann. Auf jeden Fall, schönen Sonntag noch und Mama Mia. Ich hoffe, ich kann das bald wieder mal erweitern. Was hier an Geld liegt. Wo ist eigentlich mein Kaffee? Ich habe meinen Kaffee liegt, aber ich habe Faxe. Oh, die Dose ist leer. Mist. Aber ich habe Ratte und Figuren und noch eine Ratte. Keine Ahnung wieso.